Henning Winter in Genf. Nach der Fusion der beiden Großbanken, was genau kommt denn da jetzt auf die Schweiz zu? Naja, ganz wichtig wird, ob sozusagen dieser Deal an den Aktienmärkten angenommen wird. Wenn zum Beispiel die Kurse weiter fallen, dann ist die Schweizer Regierung oder das Schweizer Land, die Steuerzahler natürlich in der Bütt. Die müssen dann für diese Milliardenausfälle der UBS zahlen. Und das könnte wirklich schwierig werden hier für die Schweizer Regierung. Und was ist mit den ganzen Klagewellen, die da möglicherweise anstehen? Das könnte durchaus auch noch hinzukommen. Ein Rechtsprofessor hat sich auch schon dazu geäußert. Er meint, dieses Notrecht würde hier gar nicht geltend gemacht werden können. Und es könnte sein, dass die Anleger sozusagen enteignet worden sind und dass sozusagen da eine Klagewelle auf die Schweizer Regierung zukommt. Also er sieht es durchaus für möglich. Und das würde natürlich heißen, dass man eben nicht den Finanzmarkt Schweiz gestärkt hat und das Vertrauen der Anleger gestärkt hat. Dankeschön, Henning Winter. Fragen wir an der Frankfurter Börse nach bei Klaus-Rainer Jackisch. Die Fusion soll ja für Beruhigung auf dem Finanzsektor sorgen. Was tut sich jetzt aktuell? Also so richtig beruhigt hat diese Fusion nicht, aber die Lage hat sich am Vormittag etwas entspannt, wohl auch aus der Erkenntnis heraus, dass die Credit Suisse ein Sonderfall ist, ein Institut, das seit Jahren Schlagzeilen macht wegen Skandalen, Missmanagement und teilweise auch Korruption. Aber die Aktien sind natürlich weiterhin kräftig in der Minuszone, insbesondere von den betroffenen Instituten selber. Die Credit Suisse mit einem Minus von 60%, die UBS mit über 7%, aber auch die Deutsche Bank und die Commerzbank weiterhin deutlich unter Druck. Und das liegt natürlich an der Sorge, dass eben Banken in der Tat miteinander verstrickt sind und möglicherweise die Geldflüsse eben nicht so funktionieren und man nicht genau weiß, was da möglicherweise noch im Verborgenen schlimmert. Dementsprechend sind die Anleger in diesem Sektor weiter vorsichtig. Am gesamten deutschen Aktienmarkt allerdings hat sich die Situation beruhigt. Der deutsche Aktienindex, der heute Morgen noch in der Minuszone gestartet ist, ist jetzt in der Pluszone. Aktuell notiert der DAX bei genau 14.874 Punkten, das sind 105 mehr als am vergangenen Freitag. Also hier sieht man schon eine gewisse Entspannung. Dankeschön, Klaus-Rainer Jackisch.